Hey, meine kleinen Welchen, herzlich willkommen zurück bei Minecraft PS4. Heute, ich sag immer heute, ich weiß gar nicht, was ich immer auf dem Plan zu stehen hatte. Ich wollte auf jeden Fall irgendwas machen. Ja, ich habe mal in die Kommentare geguckt. Ja, warum läufst du eigentlich zu den Dorfbewohnern immer hin? Du hast doch ein Pferd. Jetzt sogar mit Diamantenrüstung mittlerweile. Ist eine gute Frage eigentlich. Warum mache ich das eigentlich nie? Oh Gott, und ja, ich weiß. Ich mache Schilder da vorne ran. Und das werde ich jetzt, glaube ich, auch mal vielleicht tun müssen können. Ich brauche mal ganz kurz ein bisschen Holz. Ich nehme mal einfach das Dunkle hier. So, was war hier unten noch drin? Werkzeug. Was haben wir denn hier drin? Hier war... Ich bin in der Hocke. Game Wither. Game Wither. Für die, die Englisch kennen, ne? Ihr wisst, was das heißt. So, was haben wir denn hier oben? So, Stone. Huch, schmeißen wir jetzt gleich mal erstmal schnell das Schild weg. Was haben wir denn hier? Hier ist... Wunderbar. Was haben wir denn hier nochmal drin gehabt? Immer diese Hocke. Keine Sorge, ich weiß, was das immer heißt. Ich komme jetzt, was macht der da für einen Scheiß, aber... Achso, Buchgelumpe. So, was haben wir denn hier oben? Holz. So, hier ist, Wolle. Wool. So. Es geht alles ein bisschen schneller, wenn du so schreibst. Oh Gott, jetzt habe ich die Kisten sortiert. Glas. Ach, egal. So. Wollte ich nicht noch irgendwie immer welches färben? So, und hier haben wir Dreckgelumpe. Wunderbar. So, jetzt haben wir sehr viel Zeit verschwendet für den Mist hier. Hier ist noch eine Strinne. Ich brauche noch ein bisschen Kohle für ihn hier. Eigentlich, theoretischerweise. Ja, ihr habt mich gefragt, ja, wozu brauchst du so viele Smaragd? Ich habe jetzt zwar schon beantwortet, aber manche wissen noch nicht, dass ich da mit den Dorfbewohnern halt gerne tausche. Und man kriegt da halt, das Problem ist hier, pass auf, ich zeig's euch mal, wenn wir hier was verzaubern wollen, ne, dann wissen wir meistens nicht, was direkt rauskommt. Das ist ja unterschiedlich, da passiert mal das, mal das, mal das, mal das. Und unsere Erfahrungspunkte gehen sozusagen flöten. Und da ist es besser, wenn ich ein, zwei Smaragde immer habe und das halt einfach mit den Dorfbewohnern tauschen kann. Deswegen finde ich das mit den Dorfbewohnern recht geil. Und ich habe gelesen, Folge 28 habe ich, glaube ich, irgendein Dorf entdeckt, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr. Ich habe selber nicht reingeguckt. Ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, da reinzuschauen. Was war denn noch? Was stand noch in den Kommentaren? Irgendwas, was wichtig war. Irgendwas war wichtig. Ich habe es leider vergessen. Was macht denn das blöde Pferd eigentlich über den ganzen Tag da hinten? Hängt das jetzt nur auf der Insel fest oder nicht? Hühnerfarm können wir leider noch nicht bauen. Mir fehlt noch Eisen dafür. Weil... Ja, ich müsste... Halt deine Fresse. Ich muss sowieso eigentlich mal ein bisschen farmen gehen wieder. Jetzt haben wir so viel Gelumpe wieder in den Taschen. Ich bring's mal ganz kurz weg und dann gehen wir mal ganz kurz Höhlen-Action machen. So, auf geht's. Wir brauchen ganz, ganz viel Kohle. Nicht, keine gebrannte Kohle. Ja, ich weiß, die kann man sich selber machen. Aber ich brauche richtige Kohle. Erstmal, weil ich meinen Dorfbewohner da noch ein bisschen... Ey, warum hackt denn das so? Mein Dorfbewohner trainieren muss. Zweitens, weil ich Haufen Eisen brauche. Drittens, weil wir sowieso noch einen Haufen Rohstoffe brauchen und ich will ja nicht später irgendwann hinterherhinken und wegen jedem Scheiß einmal losrennen. Deswegen dachte ich mir, okay, suchst du das so gleich mal ein klein bisschen Überschuss zusammen. Und am besten wäre jetzt natürlich Eisen. Guck mal ganz kurz, ich habe da letztens vorne, da habe ich schon ein bisschen was gesehen. Ich glaube, hier gibt es auch eine Menge Kohle. Da oben sehe ich zumindest gerade welche. Da oben ist auch Kohle. Ich bräuchte sowieso mal so einen Berg, so einen Kohleberg. Da oben will ich jetzt nicht unbedingt hoch. Ich buddel mich jetzt einfach mal hier rein. Wir gehen jetzt auch mal wieder schräg runter. Ich habe jetzt meine... Ne, Fackel, da habe ich noch ein paar bei. Alter, stimmt, das geht ja jetzt so schnell, ne? Wenn ich mich jetzt hier runter... Oh, nee, Kies. Oh, ich habe vergessen, dass Elisha auch hier ist. Ich gehe jetzt einfach mal gerade runter. Die Enderpearls wollte ich sowieso noch. Stimmt, wir wollten noch einen Tränketisch machen. Also für, nicht Tränketisch, sondern einen Zaubertisch. Den haben wir ja. Den Braustand. Den Braustand wollte ich. Es ist mir das Wort irgendwie hängen geblieben. Stimmt, den Braustand wollte ich noch machen.
Hallo? Wir haben immer noch keinen kein Spawner gefunden, ne? Fällt mir mal so auf. Oh, hier ist Eisen. Siehst du, wie schön sich das jetzt abbauen lässt? Wurschtel, das ist alles mal runter. Komm runter, bitte. Oh, das ist ja noch mehr. Wir haben eine Ader gefunden, Freunde. Ja, ich weiß, es ist dunkel. Hau ab. Geh weg. Yeah. Noch einer? Nö. Gut. Bloß, dass wir halt die Fackel wieder vergessen haben und dass wir dann bald irgendwann mal Nachschub brauchen. Ach, Leute. Wir müssen halt mal eine dunkle Folge machen. Ja, ich weiß, das ist nicht witzig. Ja, du kannst doch nicht eine dunkle Folge machen. Aber natürlich bekommen wir ja durch unsere Spitzhacke, zumindest durch das Glück, ein kleines bisschen mehr raus. Oh, das haben wir aber doch wehgetan. So. Vor der Aufnahme hatte ich wieder so urste Probleme mit Windows. Weil ihr wisst ja, ich nehme ja über Windows gerade auf. Also über eine Game Capture. Und da hat sich Windows auf einmal mitten Anfang der Folge einfach mal neu gestartet. Dachte sich, nö, ich fahre jetzt runter, ich mache jetzt ein Update. Und ich habe eine Stunde auf dieses blöde Update gewartet. Also nicht gewartet, sondern ich habe gewartet, dass es endlich mal fertig wird. Trotz SSD und schnell im Internet. Das Runterladen ging ja fix. Aber da hat es neu gestartet, Update wird verarbeitet. Und da hat es Ewigkeit gedauert. Alter, ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich wusste vor Langeweile schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Ist ja auch natürlich mitten in der Nacht, wo ich aufnehme, ne? Da kann man ja erstmal noch schön Windows-Update reinklatschen, dass ich kurz vorm Durchdrehen bin. So, Kohle, bitte, zu mir. La 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 la. Also ich bräuchte doch hier schon mindestens 6-7 Stacks. Wäre schon geil. Wie unser... Ich hör den doch. Hab dich gesehen, du Affe. Na, komm her. Mann, du mit deinem Kackbogen und ich komme immer nicht hoch. So. Sorry, ab und zu muss ich schreien. So, weg damit. Natürlich, wir gehen jetzt die Dinge an, die man in Minecraft eigentlich immer tut. Hier, Minen in Minecraft. So, haben wir hier noch irgendwo was? Ich weiß, ich verwirre euch gerade mit dem ganzen Gedrehe hier. Wir buddeln sind einfach nur gerade hoch. Sonst ist mir das zu blöde. Weil mit 8 Fackeln kommen wir auch nicht weit. Habe ich... Mist, das Holz habe ich vorhin ausgepackt. Kacke. War ich wieder blöde gewesen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch irgendwie eine Mine, was nicht schlecht wäre. Dann könnten wir uns zumindest einiges hier ersparen. Blöde Fledermaus. So. Ach, ich freue mich jedes Mal echt, dass wir ein bisschen Eisen finden. Aber so eine richtig fette Ader, wie dann, vorhin haben wir es jetzt auch noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, damals kam mir das irgendwie ein bisschen mehr vor. Zumindest, was ich damals alles aus Eisen gemacht habe. Das war der Wahnsinn. Gut, die Anfangszeit, wo ich die PS4-Version gespielt habe, da gab es ja noch nicht mal den Trichter. Und wir hatten so lange auf den Trichter gehofft. Gut, bei der Pocket Edition war es genau das Gleiche, gab es auch den Trichter nicht. Und da habe ich irgendwie gesagt, ohne Trichter komme ich nicht klar in diesem Spiel. Ich brauche den immer. Egal, was du machst, irgendwie jetzt immer mit dem Trichter zu tun. Waren wir unten? Ja, hier unten waren wir schon, ne? Ah, guck mal. Einfach mal hochgeguckt. So. Ich höre da hinten irgendwas. Ich gehe jetzt einfach mal hier schräg durch die Wand. Jetzt müsstest du ein VR-Headset haben. Du Saftsack! Okay, es ist arschdunkel. Wir haben noch 7 Fackeln. Schade, dass das irgendwie kein normales Licht wirft. Wenn wir einfach nur hier... What? Ah, da oben geht's raus. Es wäre cool, wenn wir irgendwie so eine Light-Mod hätten für die Konsolenversion. Das heißt, wenn du eine Fackel in der Foto hast, dass es dann auch um dich rum leuchtet. Das wäre schon mal ein Riesenschritt vorwärts bei dem Spiel. Aber nein, machen sie nicht. Gut, nicht gerade als Mod, aber so in dem Spiel mal einfügen. Au! Hä? Achso, ich hab Hunger. Mann! Ich schrecke dir noch. Okay. So, weiter geht die Wanderung. Ah, guck mal hier. So, noch ein bisschen Kohle. Ich könnte jetzt natürlich ein Lied singen. Aber ich glaube, das wollt ihr nicht hören. Ich habe nicht so...
Oh, Level 30. Können wir bald wieder verzaubern. Ich kann bloß nicht richtig singen. Es wäre schön, wenn ich singen könnte. Dann würde ich euch hier was vorträllern. Könnt ihr eigentlich singen? War so eine kleine Frage. Also sieh mal, einer von euch. Ist hier irgendeiner von euch begabt? Ich bin's nicht. Ich bin der Unbegabteste eigentlich, den es gibt. Also ich habe überall linke Pfoten, selbst beim Controller in der Hand halten. Es fühlt sich auch so an, als wenn ich zwei linke Pfoten habe. Jetzt geh doch mal da hoch. So, Fackel. Ich will doch nur das Eisen. So. Da. Jetzt haben wir... Oh, Herzstechen. Oh. Es kommt vom zu wenig Schlaf. Da kriegst du Herzstechen von. Sorry, dass ich heute nicht so sprachbegabt bin, aber das mit den Windows-Updates, ich klemm's mal hinten ans Video ran. Das hat mich sowas von genervt, ey. Kennst du das, wenn du irgendwas machen willst und irgendwas kommt dir dann immer dazwischen, irgendwas will dich an irgendwas immer hindern. Und das wird in den letzten Tagen immer schlimmer. Irgendwelche, nicht die Technik allgemein, sondern die Technik funktioniert. Aber in allem kommen irgendwie Updates. Ich meine, Updates sind zwar gut und schön, aber manchmal kannst du die nicht gebrauchen. Sind wir schon wieder hier? Ich gucke erstmal, was wir beim Dorfbewohner als nächstes rauskriegen. Das war jetzt, ich weiß, war eine kurze Buddeltour. Aber wir haben ordentlich abgesahnt. Und es wäre ja schon ganz geil, wenn wir zumindest bessere Angel bekommen könnten. Oder zumindest Köder 2, 3. Keine Ahnung. Irgendwas mit Köder. Da könnten wir nämlich endlich mal fett angeln gehen. Oh, nö, oder? Hau doch mal ab! Du auch! Na komm, schieß! Ach, Mann! Ich dachte, der trifft den noch irgendwie. Der tut mir ja nicht mal Schaden an. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ja, fliegt noch zum nächsten hin! Wie viele kommen denn hier? Bei dem Berg habe ich mir auch schon überlegt, dass ich mir später irgendwas da oben noch drauf mache. Aber... mir fällt momentan echt nichts ein. Au! Meine Beine! Alter! Ach so, ich habe ja die Liederfüßler drauf. Ich habe mich schon gewundert, warum ich die Spinne hinzu wegsnacke. Kamera, du willst mich echt ärgern, oder? Mann! Ja, wir müssen hinten ein bisschen umbauen. Und... hä? Wo habe ich denn jetzt? Da hat er den Stein. Ich brauche den Stein. Und dann gehen wir mal hier rüber und müssen mal ganz kurz hier was wegmachen. Das muss hier vorne abgeändert werden. Sonst sieht das nachher kacke aus. So, die Höhe. Die schlagen wir so ein, dass wir hier oben Doppelkiste. Warte mal. Passt immer noch nicht. Wie machen wir das jetzt? Ich gehe mal kurz runter hier. So. Weg, 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 weg. Können wir ja so lassen da vorne. Mal den hier. Müssen wir so eine kleine Absenkung machen. Ist ja nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres im Leben. So, dann machen wir... hier vorne ziehen wir Stein nochmal hoch, oder? Guck mal ganz kurz. Zack, zack. 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 Setz mir den genau vor die Nase. Komm mal her hier. So. Stein. Jetzt muss ich mal schauen. Ich muss es auf die Höhe bringen, sonst geht das nicht. Ich muss das alles erstmal rausruppen. Wir müssen das hier vorne vielleicht senken, das ein bisschen ab oder so. Auf jeden Fall sieht das kack aus. Warte, meine Karte weg. Jetzt müssen hier theoretischerweise die beiden Öfen drunter. Genau, die habe ich hier. Guck mal da mal. Ich brauche mehr Platz. So, zack, zack. Zwei Öfen. Dann. Noch tiefer, ey. Ja, Wahnsinn. Dann mache ich unten. Zack. Und nochmal zack. Ich weiß, ich sage zu oft zack hier. Und wir können das vielleicht... ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Jahrzehnten mal ein bisschen anders bauen. Dann machen wir das hier oben auch nochmal weg. Es muss, sorry, ich muss es hier komplett anders bauen, sonst funktioniert das nicht, wie ich das haben möchte. Wir machen das mal. Die machen wir jetzt hinten dran. Und Kiste. Kiste. Dann haben wir theoretischerweise, mal, ich schau mal, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt hier oben nochmal einen drüber setze, dann können wir hier theoretischerweise auch Windows. Können wir hier die Kohle reinflaken. Die läuft jetzt auch in beide rein, oder? 12, 13, genau. Dann haben wir es zumindest ein kleines bisschen Platz sparen dahin gekriegt. Jetzt geht es halt bloß nach unten weg, ne? Kann ich die Wand ja wieder wegziehen? Oh, ich weiß, das ist so ein umständlicher Scheiß, den ich hier mache. Aber muss ja irgendwie hier zurechtkommen. So. Zack, zack, zack. Jetzt ist der aber hier frei. Egal. Pass auf. Ziehen wir hoch hier. Genau. Das hier vorne. Da lasse ich mir später was einfallen. Dass wir irgendwie so eine kleine Absenkung reinmachen. Und von außen. Warum ist mir denn so kompliziert? Ich gehe einfach durch die Wand hier durch. Zack, zack. Dann müssen wir das hier mal irgendwie noch ein bisschen anders verkleiden. Ja. Da haben wir halt so eine Ecke hier drin. Gut, das machen wir von innen dann nochmal zu. Jetzt muss ich mal gucken, wie das von Weitem ausschaut. Ja, ist eine kleine Änderung. Aber muss halt sein, weil ich unbedingt den Ofen da drin haben will. Und das soll natürlich auch funktionieren. Wenn wir den jetzt auch beladen drin, dann läuft das. Der Amboss ist schon drin. Die Gehege da vorne mache ich auch nochmal weg. Die kommen woanders hin. Ist es zwar schön, wenn wir so alles auf dem Feld vorne haben. Kann man mit dir wieder tauschen? Ja, das ist echt nicht mehr im Sortiment. Was bist denn du für ein Arsch? Fäden. Wir können ihm jetzt echt nur noch Fäden anbieten. Das ist total gut. Wir haben Gliederfüßler. Wir können eigentlich locker wegkloppen. Müssen wir mal auf Spinnenjagd gehen oder so. Zack. Zack. Wenn ich jetzt hier einen raufsetze, gehst du noch auf? Nee, schade. Wäre aber cool gewesen. Aber, pass auf. Das lösen wir anders. Wir machen mal ganz kurz den hier. Vier Stück. Weil das ein bisschen schöner aussieht. Und können jetzt. Genau. Stimmt, da geht's noch auf. Das machen wir hier auch mal. Ey! Ist das Ding jetzt weg? Ach da. Genau. Und schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Genau, das geht noch. Wunderbar, haben wir das zumindest ein kleines bisschen eingebettet. Hier müssen wir schauen. Ich lasse das. Das bleibt auf einer Höhe, das ist klar. Jetzt müssen wir das ja bloß mit dem Boden hier ein bisschen ausgleichen. Hier ist das völlig Wumpe. Da machen wir einfach wieder einen hin. Oben zu. Kommst du nicht ran, ne? Gut, dann müssen wir das hier einmal komplett in den Boden einlassen. Jetzt ist das da drunter so hässlich. Oh, ich mag das nicht, wenn das irgendwo drunter hässlich aussieht. Warte, zack, zack. Zack. Ich weiß, ich sag zu oft zack. Kann man da auch so aus Stufen machen? Guck ich mir nachher mal an. So, du kommst raus. Du kommst raus. Sorry, ich will das ein kleines bisschen ordentlich haben. Gut, dann muss ich den Stein hier doch noch austauschen. Oh Gott, da hinten ist ja alles voller Dreck. Hätte ich mir mal eine Schaufel gemacht. Hätte ich mal eine Schaufel gemacht. Ja, ich musste einmal drumherum. Jetzt mal ohne Scheiß, jetzt ist der Mist dahinter. Puh, dann mach ich's mir einfach. Genau. Zack. So kann man das auch machen. Ist zwar nicht
das Schönste vom Schönen. Aber es funktioniert. Zack, 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 zack. Genau. Sieht jetzt ein bisschen steriler aus, gerade für eine Küche. Das hier oben müsste ich dann auch nochmal tiefer setzen. Mal gucken, ob wir irgendwie das mit Stufen hinkriegen. Ich weiß, es sieht jetzt ein bisschen blöd aus, wenn wir so ein fettes Loch drin haben. Oder dass ich das... Schickt mir mal auf Twitter ein paar Vorschläge, wie das ungefähr aussehen könnte. Baut das vielleicht mal bei der Pocket Edition oder so nach. Und da versucht man da irgendwie was Schönes zu zaubern. Und ich guck mir das dann mal an und setze es dann nächste Folge um. Wäre ganz geil. So, kann man jetzt hier oben schon was reinschmitten? Fleisch kannst du immer noch nicht kochen. Na gut, Freunde, ich mache erstmal ein kleines Folgenpäuschen. Ich danke dir vielmals fürs Reinschauen. Und gay. Muese. Gut, haut rein, macht's gut. Ciao. Boah, Windows, Updates werden verarbeitet. 27% schon. Ich will langsam aufnehmen, Freunde. Mischpult. Windows Update ist hoffentlich jetzt... Moment. Ich will jetzt nicht voreilig sein. Da... Was? Updates werden verarbeitet. Jetzt ist auch 30% extra nochmal neu gestartet. Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Warum macht er extra dafür ein Update, was hier fast eine Stunde geht? Wird installiert Razer. Und? Alter, der Staub hier. Installationsfehler. Geil. Warum bist du jetzt da oben, Update? Willst du mich jetzt total rollen? 35%. Mann, ich will aufnehmen. Könnte man ein Product Placement draus machen, wenn man dieses Ding an einem Handy nutzt. Wäre eine perfekte Vlog-Kamera. Pass mal auf. Kannst du abziehen hinten. Stöpselst du ins Handy. Plupp, und... schiebst das zusammen und schon hast du ein cooles Mikro für dein Handy und kannst hier diesen den Muff da drauf stecken und hast sogar Beat geschützt. Es ist ein ungeheurer Spaß, wenn man so einzeln die Prozente posteln sieht. Also das ist jetzt schon auf 44% ist nach guten guten Stunde so ungefähr. Hast du Spaß dran? Da kannst du noch so eine gute SSD haben. Windows macht den ganzen PC sowas von dermaßen langsam. Ich weiß, jetzt kommt die ganze Windows-Fans. Yep. 51%. La 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 la. Was man hier alles findet. Ein SanDisk-Adapter. Könnt ihr ja sehen, weil der Fokus wieder nicht da kommt. Tada! 71%. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wo meine Kamera mal hängt, die hängt jetzt mal hier. Hier ist noch ein bisschen Staub oben drauf, weil ich da vorne gebohrt habe. Also da hängt das Gerät dran. Der Gerät.